Das sind die letzten Minuten von Maria. Herr Kopp, ich habe Ihnen eine Infusion gesteckt. Ja. Wissen Sie, was passiert, wenn Sie diese Infusion öffnen? Ja, ich muss sie erstmal öffnen und dann schlafe ich wunderbar ein. Jawohl. Und ich sage gute Nacht, everybody. Frau Kopp, wenn man gute Nacht sagt, erwacht man am Morgen wieder. Naja, ich wache dann irgendwo anders auf. Im Jenseits? Ja, ich lasse mich überraschen. Ich weiß, dass Sie das Wort Sterben nicht gerne benutzen. Nee, tue ich auch nicht. Deswegen lassen wir das jetzt nicht. Ja. Am 31. Mai 2018 starb Maria durch einen ärztlich begleiteten Suizid. Dafür reiste die 91-Jährige vor 3 Jahren in die Schweiz, um auf eigenen Wunsch sterben zu dürfen. Der professionell geschäftsmäßig unterstützte Suizid in der Schweiz half ihr dabei. Dieser war in Deutschland nach § 217 StGB verboten. 2 Jahre später erklärte das Bundesverfassungsgericht in Deutschland diesen Paragraphen für verfassungswidrig und nichtig. Es sei das Recht eines jeden Menschen, seinem eigenen im Leben ein Ende zu setzen, entsprechend seiner Vorstellung von seiner Existenz. Dies müssten sowohl der Staat als auch die Gesellschaft respektieren. Der Gesetzgeber wurde zudem damit aufgefordert, eine entsprechende sichere Regelung zu schaffen. Passiert ist jedoch noch nichts. Könnte jetzt aber bald. Aber der Reihe nach. Damit ihr mitreden könnt, wollen wir klären, was Sterbehilfe überhaupt ist, welche Form der Sterbehilfe es gibt, wie der aktuelle Stand aussieht und zum Schluss sage ich nochmal, ob ich für oder gegen Sterbehilfe bin. Sterbehilfe ist ganz allgemein gesagt die Unterstützung beim Sterben, der Prozess vom Leben in den Tod. Und jemand ist dabei. Und je nachdem, was der macht, unterscheidet man 4 Formen. Die aktive Sterbehilfe, die passive Sterbehilfe, die indirekte Sterbehilfe und der assistierte Suizid. Aktiv ist die Sterbehilfe, wenn eine Person einen Sterbewilligen aktiv tötet. Ich sage zu dir, töte mich und du machst das. Beispiel, der Arzt gibt mir direkt die Spritze, die zum Tod führt. Oder wie in den Filmen, einer wird vom Krokodil oder so gefressen und man gibt dem den Gnadenschuss. Aktive Sterbehilfe. Diese aktive Sterbehilfe, auch Tötung auf Verlangen genannt, ist in Deutschland nach § 216 verboten. Zweitens, die passive Sterbehilfe. Die passive Sterbehilfe betrifft oft Menschen, die unheilbar krank sind und deshalb oft im Sterben liegen. Schwerstkrebskranke Menschen, sehr, sehr alte Menschen, die können und wollen nicht mehr, Achtung, am Leben gehalten werden. Das heißt, man tötet die nicht aktiv wie oben, sondern man tut im Gegenteil nichts mehr oder weniger. Das heißt, keine Medikamente außer Schmerzstillende, keine Wiederbelebung und auch keine Beatmung. Und diese Form der Sterbehilfe ist in Deutschland erlaubt, bedarf aber natürlich die Einwilligung des Patienten. Und wenn der nicht mehr reden kann, hilft dabei oft meist eine Patientenverfügung und dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Drittens, indirekte Sterbehilfe. Indirekte Sterbehilfe ist so ähnlich wie passive Sterbehilfe und doch ganz anders. Wir haben hier wieder schwerstkranke Patienten, die demnächst sicher sterben werden und die haben oftmals sehr, sehr starke, fürchterliche Schmerzen, Angst, Luftnot und deshalb gibt man ihnen Medikamente, sehr stark schmerzstillende Medikamente, Medikamente gegen die Angst oder Medikamente, die das Bewusstsein ein wenig trüben, damit einfach dieser Prozess für die nicht so qualvoll wird. Diese Medikamente können aber in hoher Dosis den Körper zusätzlich schwächen und den Patienten dann früher sterben lassen. Aber nicht wenige Menschen wünschen genau diese Behandlung, möglichst schmerzfrei und möglichst wenig qualvoll in den Tod überzugehen. Und in Deutschland ist diese Form, die indirekte Sterbehilfe, erlaubt. Punkt 4 kommen wir zur 4. Form und zu der, um die es hauptsächlich geht, der assistierte Suizid. Es gibt aber auch Menschen, die sterben nicht heute, morgen oder nächster Woche, die haben aber auch eine fürchterliche Prognose und ein fürchterlich leidvolles Leben. Entweder durch Schmerzen, weil sie ihre Sinne verlieren, weil sie sich nicht mehr bewegen können und weil die Lebensqualität an einem Punkt ist, wo die Leute sagen, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Der Lebenswille ist einfach vollkommen erloschen. Problem ist nur, die können nicht mehr alleine würdevoll sterben. Die wollen sich nicht unbedingt erhängen, die wollen sich nicht erschießen und die wollen auch nicht, dass andere Leute zu Schaden kommen, wenn sie sich dann vor einen Zug werfen. Die wollen in Würde sterben, geordnet
und in Geborgenheit, so wie Maria. Und grundsätzlich ist das auch möglich, denn der Suizid ist in Deutschland straflos. Also wenn ich mich entscheide, ich möchte aus dem Leben scheiden, dann kann ich nicht bestraft werden. Wenn ich das tue, ist ja auch irgendwie logisch. Und daher ist auch die Beihilfe, also wenn beispielsweise jemand mir die Medikamente besorgt und dann einfach weggeht, nicht strafbar. Leider sind erstens viele Medikamente in Deutschland aber gar nicht frei erhältlich und zweitens gab es viele Fälle, wo Leute, die nur Beihilfe geleistet hatten, plötzlich befürchten mussten, bestraft zu werden, weil gesagt wurde, naja, sie haben dann doch ein bisschen mehr getan, als nur Beihilfe zu leisten, weil die andere Person einfach das alleine nicht mehr hingekriegt hätte. Die Lösung boten dann private Vereine in der Schweiz. Dort konnte man hingehen, Vorgespräche führen, es wurde der eigene Wille ermittelt und dann gab es dort einen würdevollen und geordneten assistierten Suizid, der aber, und das war in Deutschland verboten, geschäftsmäßig angeboten wurde. Bis eben das Bundesverfassungsgericht vor einem Jahr sagte, nee, das muss auch hier möglich sein. Römisch 2 uns, wie geht es jetzt weiter? Und nachdem das Bundesverfassungsgericht das gesagt hatte, entbrannte direkt eine Diskussion, verebbte aber im Zuge der Corona-Pandemie. Das könnte sich aber alsbald ändern, denn gerade die Parteien, die schon Entwürfe vorgelegt hatten, wie SPD, Grüne oder FDP, könnten jetzt in der nächsten Regierung am Drücker sein. Und es gibt auch schon Fälle in Deutschland, wo diese assistierte Suizid durchgeführt wurde. So hat beispielsweise ein Altenheim in Norddeutschland geduldet, dass ein Verein namens Sterbehilfe jemanden bei der Selbsttötung assistieren konnte. Um aber künftig noch mehr Sicherheit zu schaffen, sehen Gesetzesentwürfe sogar vor, dass es Ärzten künftig erlaubt sein soll, dem Patienten Medikamente wie Natriumpentobarbital zu überlassen. Dieses Mittel führt sehr, sehr sicher zu einem sanften Tod. Doch derzeit bekommen es selbst sehr schwer Kranke nicht verschrieben. Und das könnte sich ändern. Für Minderjährige dürfte es Sonderregelungen geben, da diese ja noch nicht einwilligungsfähig sind und deshalb könnte ein assistierter Suizid bei ihnen ausscheiden. Punkt 3, meine Meinung. Ja, wie vielleicht einige wissen, ist Freiheit für mich einer der wichtigsten Werte überhaupt. Herr Anwalt! Unmöglich. Nicht groß genug. Und dazu gehört auch die Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen. Und welche eigene Entscheidung könnte bedeutungsvoller sein, als die Entscheidung, nicht mehr weiterleben zu wollen? Und deshalb haben für mich weder der Staat noch die Gesellschaft das Recht einer Person, die am Ende ihrer Kräfte ist, zu sagen, du musst weiterleben. Das ist für mich ein Verstoß gegen die Menschenwürde. Konkret, ich bin also gegen ein Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe. Ein assistierter Suizid sollte, wenn er gut dokumentiert ist und wenn die Einwilligung gut erforscht und dokumentiert ist, möglich sein, auch gegen Geld. Denn wir brauchen Profis, die sich damit auskennen, die das durchführen. Und ich gehe sogar noch einen Schritt darüber hinaus. Ich bin auch für eine aktive Sterbehilfe unter ganz strengen Voraussetzungen, wenn eine Person nicht mehr selbst in der Lage ist, beispielsweise ein Rädchen von der Infusion aufzudrehen oder selbst ein Medikament einzunehmen, wenn wir beispielsweise so ein Locked-In-Syndrom haben und diese Person einfach nicht mehr weiterleben kann. Insgesamt haben sich im Jahre 2018 fast 10.000 Menschen in Deutschland das Leben genommen. Viele von ihnen einsam, ängstlich und unter fürchterlichen Umständen. Geben wir doch diesen Menschen die Gelegenheit, würdevoll dem Tod mutig und selbstbestimmt entgegenzutreten. So wie Maria und so wie Ramon, dessen Leben und vor allen Dingen Sterben im Film Das Meer in mir verfilmt wurde. Und mit dem Gedicht aus dem Film möchte ich euch in die nächste Woche entlassen und nun geht es ins Meer hinein. Ins Meer hinein, ins Meer, in seine schwerelose Tiefe, wo die Träume sich erfüllen und zwar in einem Willen sich vereinen und zu stillen eine große Sehnsucht. Dein Blick und mein Blick, wortlos hin und her geworfen, wie ein Echo wiederholend, tiefer, tiefer, bis weit jenseits allen Seins aus Fleisch und Blut und Knochen. Doch immer wach ich auf und immer wäre ich lieber tot, um endlos mich mit meinem Mund in deinen Haaren zu verfangen.